So, es geht weiter. Folge 10 von Let's Play the Technomancer. Und hier gibt's jede Menge Quests. Jetzt habe ich das, glaube ich, besser raus. Genau, da ist er. Ja, dann laufe ich doch wieder einmal rum. Passt schon. Da müssen doch gleich wieder die Typen vorbeikommen, die mir hier gleich eins auf die Fresse geben wollen. Die stehen, glaube ich, immer am selben Punkt. Obwohl, ne, diesmal nicht. Ich muss zugeben, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Quest noch weitergeht. Hi, Scott. Hello, my boy. How are you? Nothing broken, I hope. I have a sample of a drug that was administered to the soldiers. We absolutely need an antidote. Can you do that? Of course. You know, you could have probably made it yourself. If you had listened to the science lessons I was trying to teach you. Oh well, you preferred to throw lightning bolts. I remember that time. Scott, here's the sample. Can I get an antidote? You think that I'm senile? You'll see. Give me some time. Take this. It wasn't that complicated. I made you one dose, and I wrote down the formula on it. They'll be on their own for making others. Thank you, Scott. Okay, das war easy. Übergib das Gegengift an Ryan Seward. Boah, das Spiel ist ganz schön zäh. Also meine Güte. Kann aber auch daran liegen, dass ich meine Struktur gerade ein bisschen ändere und nicht jede Quest in dem Gebiet abarbeite und dann alles gleichzeitig abgebe. Ich habe mich verlaufen. Nein, das ist eigentlich der richtige Weg. Hi. Lieutenant, how can I help you? I went to a friend for a solution to our antidote problem, and he found one. That's the kind of good news you don't get every day. You could stop 100 terrorist attacks and still not save as many lives as you have with that antidote, Lieutenant. Oh, ich bin froh, dass es an dich abgeschossen ist. Dann muss ich diese Gelaber von dem Typen nicht mehr ertragen. Denn seine Synchronstimme ist wirklich anstrengend. So, jetzt gucke ich mal eben in die Quests rein. Das war hier, oder? Ja. Nein, das war nicht da. Dann war das da. Ja. Haben wir noch eine Nebenaufgabe? Nein, haben wir nicht. Marker ausblenden. Kann ich die jetzt einzeln anmachen? Ja. Kampf um Überfluss. Ich glaube, ich gucke mich jetzt erstmal nochmal hier oben. Karte war oben. Gibt es hier irgendwas? Wären die Quests denn eigentlich auch... Ach, hier unten, da gibt es nichts mehr.
Tom Goodsman. Joe Goodsman. Hä? Werkbank. Elisa Major. Ian Mansell. Dann würde ich sagen, gucke ich mal im Inventar ein bisschen rum. Kopf. Gangsterkapuze. Ach du Scheiße. Was bringt ihr mir denn? Tarnung plus 1. Erkunden. Eine neue Brust. Beamtenhemd. Wissenschaft plus 1, Widerstand gegen Unterbrechen minus 25% und weniger Schaden. Arztmantel, lol, auch Wissenschaft plus 1. Das finde ich cool, dass die Ausrüstung die Werte steigert. Leichte Überfluss Soldatenuniform. Das ist ja die ich auch habe, nur meine ist besser. Da könnte ich sogar mal was reinbauen, fällt mir gerade ein. Sowieso pennen. Okay, was wollte ich da machen? Ach genau, ich wollte was in meine Uniform reinbauen, und zwar hier. Schultern. Habe ich dafür aber eigentlich genug Zeug? Nee. Hierfür habe ich genug. Widerstand gegen psychischen, physischen Schaden. Kann ich was in die Hose einbauen? Ja, kann ich auch. Widerstand gegen Gift. Widerstand gegen Unterbrechung. Ja, hier physischen Schaden. Rein damit. Und bei den Stiefeln habe ich schon alles drin. Okay. Kann ich bei den Waffen vielleicht noch irgendwas? Hier kann man nichts, ne? Das kann man nur herstellen, genau. Nietenkeule. Nietenkeule könnte ich vielleicht noch was reinbauen. Ich guck mal. Chance auf Crit. Schadensupgrade. Unterbrechungsupgrade. Das mache ich mal hier. Schafft. Schaden. Chance auf Unterbrechung 66% mehr Schaden. Zack. Den Stab habe ich, den Dolch habe ich auch schon geupgradet, das Soldatenschild. Chance auf Unterbrechen 88%, das ist schon ziemlich nett. Die Pistole kann ich auch noch upgraden. Chance auf Unterbrechung 96%, aber kann ich nichts machen. Crit hier. Zack. So, jetzt haben wir das auch. Dann geht's weiter. Hier gehe ich nochmal in die Slums gucken, was da so ist. Oder gehe ich mal bei den Händlern gucken. Geh mal bei den Händlern gucken, was die so haben. Aber ich glaube, das sind die Händler, die ich da schon zugetextet habe. Die habe ich schon zugetextet. Wollen wir sie nicht nochmal hin? Dann gehe ich jetzt einfach an die Slums und werde mir dann, glaube ich, noch die Aufgaben holen. Vielleicht sind das noch ein paar Nebenaufgaben.
Oh, wo geht's denn hier hin? Den Untergrund betreten. Geh da mal hin. Vielleicht gibt's ja noch was zu tun. Oh, hier der Untergrund. Da gab's auch, glaube ich, diese Ekelviecher, die mich relativ schnell zu Klump gehauen haben. Was hat denn diese Karte zu bieten? Genau, das ist hier dieser... Was ist das hier hinten? Was ist denn das? Was soll denn das sein? Das ist auf der Karte gar nicht markiert, was das genau ist. Zone durch diese Person, vermisste Person von Interesse, Händler. Warum ist denn das nicht angezeigt? Was soll denn das sein? Untergeschoss, Reisen. Ah, okay. Ja, dann muss ich hier gar nicht hin, dann kommen wir wieder hoch. Es tut mir leid, dass ich so oft auf die Karte gucken muss. Da geht es in den Untergrund, ich will in die Slums. Die Slums sind hier, oder? Ja. Was ist da lang? Bei den Slums war noch so einiges zu tun. Kaufmann. Da oben würde ich gerne hin. Laufe ich denn da auch richtig? Ja, eigentlich schon. Boah, ich bin ja eigentlich so ein... Ja, genau, ich muss hier einfach nur nach links und dann nach oben. Market. Oh, ich bin falsch abgebogen. Curiosity's arena gets more violent by the day. It's because of all these weirdos. I heard they're running out rooms to terrorists in the Vori. How can you keep up a nice establishment with that kind of business model? Okay, come on. Terrorists? Really? If people are saying terrorists are in there, why haven't they been arrested yet? Hmm? It's a huge risk. You know how it is. They're just opponents to some people. I'm sure they convinced the owner that they're just protesters. Okay, die Terroristen sollen angeblich hier beschäftigt werden oder sind hier zugange. Hm.
ich bin noch gar nicht da, okay. Hier muss ich rein. Scheint so eine Art Bar zu sein. Ja. Girls, Girls. Ach, oh mein Gott, ich war total geblendet durch den ganzen Neon-Effekt. Ich mag ja sowas, ich bin ein totaler Fan von Neon-Effekten. Das sieht schon ziemlich cool aus. Wir können mal mit dem Barmann reden. Wenn ihr mich mal durchlassen würdet, Kerl. Mit Ethan Horst reden. Hey there. Hey there back. What can I do you for? Informationen über die Gruppierungen. Die Vori, den Widerstand. Ja, das brauchen wir alles nicht. Ich dachte, wir können hier vielleicht noch was Schönes saufen gehen. Hallo, Girl. Also hier hinten soll irgendwas sein. Officer, please, please help. What's wrong? My fiance just disappeared. He's not like him. I know something's happened to him. Talk to me. Yeah, his name's Derek Laver. He's just a worker like me, but. But he's also this amazing fighter. He was trying to get us out of this life by winning in the arena. And he was. But then, you know, these people, bad people, became really interested in him. And after his last fight, a lot of serum flies around in fights like this. And he usually wins, which makes people lose serum. And then, I don't know, please find him. I'll see what I can do. Ungleicher Kampf am Mitte in der Bar wegen Derek Lebor, dem vermissten Boxer. Okay, interessante Quest. Die war ja vollkommen aufgelöst und von Sinnen, die gute. Das ist so eine Nebenquest, oder? Ungleicher Kampf. Okay. Wo soll denn das sein? Kann ich nur das Erdgeschoss wechseln? Werkbank. Ich sehe gerade nicht, wo die Quest sein soll. Ist die vielleicht. Ne, das wird ja mir anzeigen, wenn die hier irgendwo ist. Ach, da ist die. Ich muss bestimmt mit dem Barmann sprechen. Lasst mich durch. Ja. Hey there. Hey there back. What can I do you for? Nee. Mit Bürger reden. I'm looking for a promising young arena fighter who recently disappeared. Name's Derek Labor. Derek? Yeah, now that you say it, it's been a while since I seen him. Only a matter of time, though, what with all them Vori hanging around him. Bet you the bookmaker knows something. Guy like Derek wins a lot of fights. He's a guy the bookmaker's gonna keep an eye on. If I was you, I'd ask a few questions. Thanks. I'll go see him. Ich finde das ein bisschen komisch, dass man hier, ja okay, sprechen wir mal einfach wildfremde Bürger an. Aber das ist wahrscheinlich auch alles Meckern auf hohem Niveau. Ich vergleiche das, glaube ich, zu sehr mit Mass Effect, obwohl es ja jetzt auch nicht sonderlich viele Unterschiede gibt. Ich soll mit dem Buchmacher reden. Mit Jeffrey reden. Wer ist denn der Buchmacher? Oh nein, jetzt komme ich hier nicht mal raus. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich hier festgeglitscht. Oh, ist das bitter. Gott sei Dank ist er gerade aufgestanden. Der Buchmacher. Quest wird hier angezeigt. Ich spreche mal noch mit dem. Hey there. Hey there back. Nein. Ist der draußen vor der Tür?
Ah, Mitte gegen den Boxer. Ich will nicht mit den Leuten hier sprechen. Mit ihr habe ich ja schon gesprochen. Die vermisste ihren Mann. Mit Sam Rook reden. Ich gehe mal eine Etage höher, vielleicht ist da ja was. So ein Buchmacher sitzt ja dann doch lieber eher oben. Ach, der arme Kerl oder die arme Dame mit Elite-Soldat reden. Erstmal ausrauben, was geht. Metallkomponente. Hat sich voll fett gelohnt, hier hinzugehen. Gegenstände lagern. Das ist so albern, ey. Hey, I'm looking for a guy. He used to fight in the arena. Name's Derek Labor. Derek Labor? Yeah, I know who that is. Heard rumors going around about him. I heard he got real drunk at a bar, had to be carried out by friends. That's it, though. Maybe. You know, maybe he's still passed out in the alley behind the bar or something. Go check it out. Thanks. Maybe I'll do that. Okay. Der soll irgendwo in der Ecke in der Seitengasse liegen. Ja, da ist auch schon angezeigt, die Quest. Er soll sich betrunken haben. Das wird wahrscheinlich der Frau nicht sonderlich gut gefallen. A little bird told me the opposition is spreading. By opposition, do you mean terrorists? You seem quite sympathetic to their cause. What? No! I'm just telling you what I've heard. People have been denounced for far less. Keep your tongue in check. Oh, it's getting harder and harder to make ends meet. Just the other day, I had to teach my friends. In der Seitengasse. Hier irgendwo. Ich hab so eine ganz, ganz böse Vorahnung, was mit dem passiert ist. Eieiei. Ah, der lebt aber noch. Those marks around his mouth aren't right. Muscles are completely contracted. Whatever happened to this boxer, he didn't die from his wounds. Poison, maybe. I'm no expert, but there's gotta be some way to figure out what killed him. Just grab a blood sample from his mouth. Maybe Scott can tell me more. Der ist doch nicht tot, der atmet doch noch. Oh mein Gott. Das ist echt hochgradig albern gerade. Und den Hinterausgang kann man auch nicht benutzen. Okay. Mülleimer plündern. Bitte Scott die Probe zu analysieren. Nein. Karte. Der Untergrund, die Arena, um Gottes Willen, da muss ich den ganzen Weg zurückeiern. Ah ne, Scott ist ja gleich hier. Okay, stimmt ja. Na, dann machen wir mal uns auf den Weg. Aber ich glaube, ich werde die Folge an dieser Stelle beenden, denn die ist schon wieder viel zu lang. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, was Scott davon hält. Und ich weiß nicht, der hat doch noch geatmet. Also es sind solche kleinen, unnötigen Sachen, die das Spiel einfach mal die Immersion des Spiels auch einfach kaputt machen. Das finde ich ein bisschen schade. Sonst ist ja eigentlich, finde ich die Ideen, die bisher drin stecken, eigentlich auch ganz cool. Ah, mal gucken, ich bin da vielleicht ein bisschen sehr kritisch, weil ich das zu viel erwarte von dem Spiel. Ich weiß auch nicht. Naja, gucken wir mal. Sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!